Hallo, mein Name ist Nicola Steiner. Ich bin Hundetrainerin, aber ihr seht mich jetzt hier nicht im Bild. Ich komme später, weil ich euch erstmal etwas übers Tiertraining erzählen wollte. Beim Pferd mache ich ja Parelli. in die andere Richtung, das geht besser bei dir. Und bei Parelli versucht man immer sehr individuelle Lösungen zu finden. Im Hundebereich finde ich das nicht ganz so. Im Pferdebereich gibt es das natürlich auch. Da heißt es dann manchmal nur positiv verstärken oder es wird halt so ein Schema oft so auf den Hund übertragen. Beim Schaftraining spätestens lernt man dann, dass das Training von Tieren immer individuell ist. Was bei dem einen klappt, klappt beim anderen noch lange nicht. Und ich werde euch im Verlaufe des Videos zeigen, was wir falsch machen und aber auch zeigen, wie man es richtig macht, zum Beispiel als unsere Trainerin mal mit der Rum sagen. Okay. Rum. Was? Und dann auch noch zwischendrin, wenn sich zwei streiten, ist auch nicht das Günstigste. Aber ich zeige euch dann, wie unsere Trainerin das dann macht. Das war im Endeffekt die Lösung. Das hat aber auch nur ein einziges Mal geklappt mit der Trainerin. Danach hat sie es nicht mehr mit ihr gemacht, aber es hat uns sehr geholfen. Und am Ende des Videos werde ich euch zeigen, was wir mal versucht haben, eben mit dem zweiten Hund. Das klappt bei vielen Hunden ziemlich gut. Bei der Gail hat das aber nicht geklappt. Hier in diesen Bildern seht ihr halt ein etwas späteres Datum, glaube ich, wo es schon etwas besser klappt. Erstmal von der Idee, was man machen soll. Also der Hund soll ja lernen, dass er in 12-Uhr-Position zum Menschen ist, also dem Menschen die Schafe zutreibt. Die müssen dazwischen sein. Und unser Problem war, dass die Gail, das seht ihr ja hier, immer zu uns hin wollte. Sowas fördert man leider auch über Obedience-Training, wobei wir ja nur Rallye-Obedience gemacht haben, aber es ist eben auch was mit viel Nähe und auch Trick-Dogging. Wobei ich immer noch sage, ich finde für einen Border Collie finde ich beide Arten der Beschäftigung trotzdem gut. Die wollen ja denken. Die wollen ja nicht nur spazieren gehen, aber man hat eben dieses, der Hund hängt zu sehr am Menschen. Hier klappt es ja schon etwas besser, Pylone umgerannt. Und da seht ihr wieder, ne, sie nutzt die erste Gelegenheit, um wieder zum Menschen hinzulaufen. Und dieses mit dem 6 Uhr, 12 Uhr war eben wirklich sehr schwer ihr beizubringen. Und man sieht auch, dass sie die Schafe oft überhaupt nicht anguckt und gar nicht zu den Schafen hindenkt. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, bei anderen Trainer hätte man uns vielleicht von Anfang an gesagt, der Hund ist nicht geeignet. Wir fahren bis nach Gevelsberg, kann euch auch die Sigrid Kort sehr empfehlen, die uns hier unterrichtet hat. Und es ist es halt auch wert. Ich werde auch noch in dem Video zeigen, weil wir nur einmal in der Woche nach Gevelsberg fahren, manchmal zweimal, wie man das auch mit Pferden üben kann. Wobei ich da eben auch sagen muss, allerhöchste Vorsicht. Beim Hund, der wirklich die Pferde beißt oder zu sehr angeht, würde ich das nicht empfehlen. Und bei vielen Pferden geht das auch nicht. Da wird es nämlich gefährlich für den Hund. Trotzdem haben wir für uns da eben die individuelle Lösung gefunden, weil sie das Interesse an Pferden und das Hüteverhalten bei unseren Pferden immer gezeigt hat, aber eben nicht bei den Schafen. Und dass man auch mal bereit ist, ganz individuell und natürlich auch nur in seltenen Ausnahmen, auch mal ein Tabu zu brechen. Sie versucht halt jetzt immer den Hund nach hinten zu schicken. Irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt kommen dann ja auch diese Kommandos, come by und away dazu. Aber solange der Hund das noch nicht verstanden hat, muss man die natürlich erstmal weglassen. Das hier wäre jetzt das Walk-on. Also es sind nicht viele Kommandos, die ein Hund da lernen muss, aber man ist dem Hund halt nicht nah. Und das macht es, finde ich, so unheimlich schwierig, dem Hund da was beizubringen. Was noch eine andere Sache ist, bei Obedience und solchen Sachen soll der Hund ja nicht unbedingt selbstständig arbeiten, beim Schafehüten schon. Also wenn man zu viel Gehorsam hat, wo wir immer sehr stolz drauf waren, wie gehorsam sie ist, kann das hier auch kontraproduktiv sein. Also man sieht, sie macht hier mehr noch einen Job und hat kein Interesse daran, die Schafe zu hüten. Obwohl die Larissa das, finde ich, viel, viel besser macht, als ich das mache. Das werdet ihr gleich im nächsten Video sehen, wo ich dann mal den Originalton laufen lasse. Da hört ihr nämlich schon die Trainerin, die ihr später im Video noch sehen werdet, wie sie es halt richtig macht.
Und da hört er sie halt, wie sie mich korrigiert. Und dann habe ich auch immer so dieses Problem, wenn einer mir rechts sagt, denke ich oft das andere rechts und gehe links. Und habe das selbst noch nicht so ganz verstanden. Und das ist natürlich auch ein No-Go, ne? Wie beim Pferd ja auch. Ich habe ja auch einen Pferdekanal. Und einer von beiden sollte es können, entweder das Pferd oder der Reiter, ne? Und der Pat Ferretti sagt ja immer, Green and Green gives Blue and Black. Und das ist natürlich, hier gibt es nicht so schnell Verletzte, wie es vielleicht im Reitsport ist, aber man verwirrt den Hund. So, ich muss auch mal ein bisschen hier weggehen, sonst kommen die nämlich hier immer zum Zaun. Wenn ich da, du musst auch etwas weg vom Zaun gehen, sonst kommen die immer zum Zaun. So, genau. Einfach drumherum und wieder in die andere Richtung gehen. Du gehst wieder in die andere, dass der Hund immer hinten ist. Was ihr gerade bei Larissa gesehen habt, war halt auch nach diesem hier, weil wir eben erstmal in einen kleineren Bereich gegangen sind, weil wir gehofft haben, dass wir es im kleineren Bereich eher schaffen. Da ist hier jetzt auch ein guter Moment. Larissa ist hier viel rückwärts gegangen, was ich wahrscheinlich auch besser gemacht hätte. Aber ich war eben sehr noch mit mir selbst beschäftigt und will euch auch mal zeigen, welche Fehler man machen kann. Und es soll halt immer der Arm den Weg zeigen. Also der muss sich öffnen. Ich habe das immer genau falsch gemacht, ne? Aber hier haben wir dann auch mal zwischendrin einen Erfolg und Ja, dann schwupp, geh einfach ist auch sie wieder vorwärts da. und guck so über die Schulter, schick sie immer wieder hinter die Schafe. So, und du gehst dann gleich schon wieder zurückgehen. Jawohl, dass sie lernt, dass sie dir die Schafe bringen muss. Also es war zum Verzweifeln damals und Ja, ich war. sehr gut. So ist gut, genau. Wieder Bogen und wieder dahinter schicken. Ist jetzt erstmal egal, ob links oder rechts, und immer wieder dahinter schicken. Ich hatte dann echt immer nur wenige Momente gehabt, wo es mal geklappt hat und schwupp war sie wieder bei mir. Ihr habt ja gesehen, bei Larissa hat es tatsächlich etwas besser geklappt, was wahrscheinlich eher an der Larissa liegt. Kann aber natürlich auch immer mal die Beziehung sein, ne? Dass man, also bei Mentrailen haben wir gemerkt, dass es doch besser ist, wenn nur ich das mache. Da soll es immer ein Team geben, was beim Schafehüten vielleicht auch nicht Sehr ganz schön. verkehrt ist, aber hier in unserem konkreten Fall war es doch gut, dass Larissa und ich das mal machen, weil es gibt Dinge, die kann ich besser mittlerweile. Ein Video habe ich euch ja letzte Woche gezeigt, wo es dann bei mir dann doch schon ziemlich gut geklappt hat, wo ich sogar noch nicht mal vor den Herlauf, vor den Schafen immer herlaufen musste, sondern sie auch wirklich mal schicken konnte. Im Idealfall würde man achten gehen, wenn man denn dazu kommt. Auch das habe ich euch in dem Video von vor 2 Wochen, was ich euch in die Infobox tue, mal gezeigt, wie man diese achten geht. Weil durch diese Bögen lernen die halt dieses, dass der Hund die Verantwortung dafür kriegt, dass er immer diese 6 Uhr und 12 Uhr Position beibehält. Aber na, sie hat dann eigene Beschäftigung, schnüffelt, isst Kaka von den Schafen, überhaupt kein Interesse. In die andere Richtung dann einfach. Geh Und jetzt einfach hätte genau ich, genau, in die ich gehe dann andere immer Richtung. genau in die falsche Geh Richtung. nach rechts jetzt. Geh nach rechts. Jetzt habe ich doch mal rechts verstanden. Aber ich wurde sie nicht los. Schick sie weg von dir. Immer wieder weg von dir. Und macht man bei ihr zu viel Druck, dann habt ihr ja gesehen, was sie dann Und dann macht. rückwärts gehen. Also, wo man einfach denkt, das klappt nie. Rum. Und wie eben bei Mentrailen gesagt, man kann nicht einfach den Hund jemand anderem Probier dann geben. noch gerade. Ist beim Pferd ja auch schwierig, aber hier hat es tatsächlich einmal geklappt und hier seht ihr, wie. Also sie hat natürlich auch nicht die Tendenz, so zur Sigrid Kort immer so hinzulaufen. Das ist ja schon mal ein Vorteil, aber das Interesse ist trotzdem nicht da. Und ihr werdet jetzt sehen, wie sie durch das, dass sie immer schneller geht, dass sie dann die Richtung immer so wechselt, dass sie diese Achten auch hinbekommt. Wo ich eben noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt war. Und das ist einfach ein großes Glück, dass das hier geklappt hat. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Es kann also sein, dass der Hund sich wirklich weigert,
mit einer anderen Person zusammenzuarbeiten. Aber an diesem konkreten Tag hat sie es nicht getan. Und ich denke mal, dass das dann auch der Moment war, wo der Groschen dann doch mal gefallen ist. Und wo sie es dann eigentlich sogar richtig, richtig gut macht zum allerersten Mal. Also es heißt richtig gut natürlich für diesen Ausbildungsstand. Mal kurze Arbeitsverweigerung einfach hinlegen. Aber sie kriegt den halt motiviert. Und diese Tendenz, zum Menschen hinzulaufen, ist nicht so groß, wie das bei uns ist. Jetzt könnte es natürlich passieren, ich stehe da und die Larissa filmt ja in dem Moment offensichtlich, dass sie eben zu uns hinlaufen will. Hat sie bei der Larissa auch versucht, aber ne, wenn die Sigrid komm Gail ruft, dann geht sie dahinter. Wenn wir komm gerufen haben, ist sie immer zu uns hingelaufen. Und sie geht energisch und flott, muss man im Endeffekt alles lernen und guckt über die Schulter zurück. Wenn ich dann rückwärts gegangen bin, war ich immer zu langsam. Ich bin ja auch nicht mehr ganz jung. Und wenn ich so gegangen bin, hatte ich sie oft nicht im Auge. Aber die Sigrid macht das wirklich toll. Und von ihr haben wir natürlich auch das gelernt, was ihr letzte Woche gesehen habt. Und also ich mache das im Moment alle 2 Wochen, gibt es dann halt die Schafvideos und dazwischen immer ein anderes. Und in 2 Wochen werdet ihr sehen, wie mega das mittlerweile bei der ist, wie die sich rumschicken lässt schon. Und wie ich es auch mal geschafft habe, ohne vorzugehen, den Hund doch mal ein bisschen zu dirigieren. Ja. Da war gerade Privatbeschäftigung. Ja, klar. Kacker machen. Na, aber jetzt geht es auch auf der großen Fläche. Sie hat hier sogar den optimalen Abstand von 2 Schaflängen. Und ja, manchmal wieder Privatbeschäftigung. Wenn man da mit Strafe arbeiten würde, würde das auch nicht klappen, weil dann würde man den Hund verschrecken. Wenn man mit positiver Verstärkung in Form von Leckerlis arbeiten würde, hätte man ja wieder diese Tendenz, die durch Strict Dogging und Obedience ja auch entsteht, dass sie immer zum Menschen rennt, weil da gibt es ja die Leckerlis. Also dieses scharfe Hüten ist ein völlig anderes Training. Und was beim einen Hund klappt, klappt beim anderen noch lange nicht. Und da wird halt so lange ausprobiert, und da sagen wir jetzt wieder den Bogen zu den Pferden. Da probiert man nämlich eine Methode auch 3-mal aus, und wenn dann keine Besserung ist, dann wählt man eine andere, wenn man das nach Natural Horsemanship Prinzipien macht. Und ich versuche sowieso auch diese Natural Horsemanship Prinzipien anzuwenden auf den Hund. Was auch bedeuten kann, man kann mal in manchen Dingen mit positiver Verstärkung, mit Leckerlis arbeiten und in anderen Situationen halt nicht. Na, das hätte ich nicht machen können, dann wäre ich mir gleich auf den Arm gesprungen. Und da ist jetzt hier halt die Distanz zur Person auch wieder ein Fortschritt. Also ihr seht, sie geht halt immer diese Bögen, immer diese Achten. Und ganz am Anfang, als ich das erste Mal da war, hat mich die Züchterin von der Gail auch mal an die Hand genommen, um diese Achten zu gehen. Also auch das den Menschen beizubringen, ist ja auch immer noch das ganz große, die ganz große Herausforderung, vor der ich ja als Pferdetrainerin auch immer stehe. Und im Hundebereich, also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, jemandem beizubringen, das scharfe Hüten zu machen. Ich lerne es ja selber erst. Aber ich lerne halt ganz, ganz viel auch für mein eigenes Hundetraining. Und eine Sache ist, hatte ich ja auch in Video 2 zu den Schafen erwähnt, dass man aufhört, wenn es gut ist. Und hier haben wir dann leider den Bogen etwas überspannt. Und man sieht, sie macht jetzt nicht mehr mit. Und da wäre es halt, aber da, das ist eben auch, das kann man halt nicht wissen, dass jeder Hund auch anders. Aber ja, war gut, ne? Genau. Ja. Aber da hatte ich ja im Video 2 drüber gesprochen, dass man schnell aufhören soll. Hier ist nochmal, wir sind alles quasi jetzt Rückblicke, haben wir auch mal versucht, ob wir das Interesse hinkriegen, indem sie mit einem anderen Hund zusammenarbeitet, der das sehr gut kann. Das ist, ne, genau wie meine Züchterin mir da auch mal an die Hand gegangen ist, ist da jemand anderes, die hier auch Schafe hütet. Und die war so nett und hat gesagt, komm, lass uns das mal probieren mit meinem Hund.
Aber man hat dann doch so den Eindruck, als würde die Gel sagen, ach, das ist ja praktisch, der macht das. Ne? Was also bei anderen Hunden super klappt mit dem zweiten Hund, das ist bei ihr ja mäßig. Ne? Diese Tendenz, immer zu mir zu wollen, ist immer noch da. Was einerseits ja auch schön ist, ne? Also es ist ein sehr verlässlicher Hund und das sind ja die Sachen, die ich dann wirklich unterrichte, wie man einen verlässlichen Hund hinbekommt, wo man einen angenehmen Alltag mit hat. Da kenne ich mich gut aus, aber im Schafbereich, das ist absolutes Neuland, aber mir macht es eben Spaß zu lernen. Und wenn ich also auch selbst Unterricht bekomme, hilft mir das natürlich auch, dass ich Menschen besser unterrichten kann und auch mit solchen Fehlschlägen wie hier umgehen zu lernen. Die gehören einfach dazu. Und obwohl man da ja wirklich denkt, oh Mann, das hat überhaupt gar keinen Sinn, ist die nachher so, in so kurzer Zeit, sind ja nur wenige Monate, doch so gut geworden. Und dieses, was einen so fasziniert am Border Collie, wenn der das wirklich, der Mensch bleibt stehen und kann den ganz allein dirigieren, sodass der halt die Schafe wiederum dirigiert, wie er das auch hier sieht bei dieser Dame, die mir da hilft, die muss ja gar nicht mehr in diese 6 Uhr Position unbedingt gehen, hier macht es mal, aber sie dirigiert ihn ja auch oft aus der Ferne. Da sagt man halt unter jeder Pfote ein Jahr. Also 4 Jahre dauert das, um einen Hund so weit zu bringen. Der Vorteil ist aber, man macht es halt, um die zu beschäftigen, damit die Denkaufgaben kriegen, ne, weil bei uns ist ein Viertel Arbeitshund drin und ich denke mal, die brauchen das schon, damit die keine Stereotypien entwickeln. Aber was noch ein Effekt ist, der Hund wird einfach selbstbewusster. Und das freut uns halt total für die Gel. Und das ist auch das, was ich im Pferdetraining eigentlich immer will. Ich will, dass die Pferde selbstbewusster werden. Und durch dieses selbstbewusster werden, lösen sich viele Probleme, die man so hat, in Luft auf. Wobei wir mit der Gel keine Probleme hatten. Ist ja so ein sehr, sehr angenehmer Hund. Und jetzt, wo der andere Hund weg ist, jetzt zeigt sie nochmal Interesse und versucht es selbst nochmal. Also man sieht, für sie war das mit dem zweiten Hund, das mit der Lernen am Modell nennt man das ja auch, mit dieser Vorbildfunktion, nicht die richtige Methode. Und da ging es jetzt alleine doch viel, viel besser. Und ihr seht jetzt auch so ein bisschen das Happy End von meinen dilettantischen Versuchen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dabei geblieben. Und da, sie machen super leider und das ist natürlich wieder der Vorteil bei einem richtig gut erzogenen Hund, wo andere Hunde manchmal dann Probleme haben, der sieht natürlich nicht, aber man sieht auch schon mal Hunde, die mit dem Lie-Down wirklich Probleme haben und auch da kann man wieder individuell, manche nehmen das Lie-Down, wenn ich Lie-Down sage, dann musst du auch liegen bleiben und andere nehmen das Lie-Down und der Hund entscheidet, wann er wieder losgeht. Halt, ne? Da bin ich halt am Überlegen, ob ich dem Hund dann nicht sowas beibringe wie Steh, Stopp oder so. Das hält sie eher noch mehr ab, ne? Dass sie dann beeindruckt. Und ja, ihr seht, ne, also da hat sich dann mega was getan in dieser Zwischenzeit. Und ich glaube jetzt mal, ich habe das glaube ich falsch erzählt, das mit dem zweiten Hund, das war nicht vorher, war kein Rückblick, sondern das haben wir später nochmal versucht, wo es schon besser war. Ne, also am Ball bleiben, ich glaube wir haben 6-7 Mal gebraucht, damit dieses hier 6 Uhr, 12 Uhr klappt. Und die anderen Schritte dann mit dem Come By und Away, die gingen dann verhältnismäßig viel, viel schneller. Das hat sie viel, viel schneller verstanden. Und das mit dem Platz, wie gesagt, das war dann, ist das, dass sie so ruhig ist, dass sie die Schafe nicht übermäßig hetzt. So. Das sind halt Sachen, die bei ihr gegeben waren, die sich dann erst am Ende eigentlich zeigen, dass von diesen Bausteinen, die man ja braucht für eine Übung, der erste Baustein der schwierigste war und die anderen waren auf einmal leichter und bei anderen Hunden ist der erste Baustein nicht das Problem, die haben sofort Interesse an Schafen, gehen sofort drauf, aber die muss man dann vielleicht mäßigen oder manche Hunde beißen auch in die Schafe und diese Probleme haben wir mit ihr halt nicht. Sie hat dann eben auch tatsächlich Talente, diese Ruhe, die ein Border Collie braucht und was ein Border Collie auch ausmacht, weil die ja in diesem Grenzgebiet zwischen Schottland und England heimisch sind. Und wenn die so viel Druck machen würden wie manche andere Hütehunde, würden die Schafe die Klippe runtergehen. Und die Ruhe ist es ja eigentlich, dieses
nicht übermäßig zu treiben. Das nächste Mal werde ich euch dann zeigen, wo wir auf einem anderen Gelände mit anderen viel, viel schnelleren Schafen arbeiten werden und wo sie dann richtig Druck macht, was wir gar nicht gemerkt haben mit dem Auge. Also auch da die Entwicklung. Erst hat sie die Schafe noch nicht mal angeguckt und dann tut sie es doch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir ein Abo da. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.